Moin Leute, heute ist hier die sechste Folge zu WandaVision auf Disney Plus gestartet. Ich hoffe mal, ihr habt euch auch einen ganz großen Kaffee oder Tee gemacht. Es wird nämlich hier ein bisschen länger dauern. Ich mache nämlich wieder ein Recap, ein Ende erklärt, so gesehen eine Zusammenfassung. Natürlich, was da so passiert ist, wie es weitergeht, Easter Eggs so ein bisschen anzusprechen. Ja Leute, ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Nerdschule. Und viel Spaß dabei. Wenn du natürlich Bock hast auf weitere Superheldenfilme, die ich besprechen soll, oder Serien oder Filme aus einfach allen Genres, dann lass doch gerne mal hier ein Abo hier. Mann Leute, was war das denn schon wieder für eine Folge gewesen? Muss ich ganz ehrlich sagen. Folge 6, Halloween-Spektakel. Und wir fangen erstmal an mit den 90er-Vibes. Auf jeden Fall, das Intro ist wirklich so nachgestellt wie bei Malcolm mittendrin. Das kann man einfach sehen, gleiche Schrift so einigermaßen. Natürlich der Ablauf, aber natürlich auch Referenzen zu Alf sind dabei, wenn die Kamera losstartet. Das war so typisch gewesen damals. Und so ein bisschen eine Szene, wo Agnes zu sehen ist. Das erinnert mich so ein bisschen an Peggy von eine schrecklich nette Familie. Somit sind wir genau in den 90ern gelandet und ja, nochmal zu Malcolm mittendrin. Es ist genauso wie bei dieser Serie damals in den 90ern. Frank Moniz hat zu uns gesprochen, mit der dritten Wand hat er also gesprochen. Das macht hier nämlich Billy auch. Also absolut einfach geil. Und man sieht auf jeden Fall, dass da wohl Halloween ist in dieser Folge. Und die haben sich alle fast verkleidet. Oh ja, und dann sehen wir zum ersten Mal Tommy in seinem Wiccan-Outfit, was er auch in den Comics getragen hat. Also war die Vermutung gewesen des Anfang dieser Folge, es könnte sein, dass die beiden wirklich bald Wiccan und Speed sind. Und dann ist es wirklich passiert. Also wir sehen Tommy auf jeden Fall noch nicht in seinem Kostüm. Später sehen wir ihn natürlich mit Quicksilver in sein, also den Quicksilver Oldschool Kostüm. Und er hat die Kraft des Speedster. Also ist er genauso schnell wie Quicksilver. In den Comics ist er glaube ich sogar ein bisschen schneller. Und Wiccan ist ein Telepath. Wow, Leute, das war schon echt ein Kracher. Natürlich sehen wir auch Scarlet Witch, aka Wanda Maximoff, in ihren Oldschool-Comic-Look-Kostüm und natürlich auch Vision. Ja, das war jetzt keine Überraschung gewesen, weil wir das ja schon im Trailer gesehen haben. Und an sich dieser Sache einfach habe ich jetzt nicht so viele Easter Eggs gesehen, außer klar diese Referenzen. Ich hatte eine Sache gesehen auf den Arm von Petro Maximoff, aber da stand nur Mom. Ich hatte jetzt gedacht, das stand H-O-M für House of Mystery oder House of M, aber leider war es nur Mom. Ja, wie gesagt, Quicksilver sehen wir ja auch nochmal ganz kurz. Petro Maximoff in seinem Oldschool-Kostüm, der später natürlich noch andere Sachen erzählt. Da komme ich mal ein bisschen später zu. Man merkt auf jeden Fall, dass er andere, also er hat gute Sachen, sagen wir Infos über Wanda Maximoff, aber er deutet manche Sachen anders als sie, die sie gar nicht weiß. Und das ist die Vermutung, dass er vielleicht geschickt wurde. Aber da komme ich später nochmal zu. Natürlich, wie geht's denn weiter? Nach dieser Sache sind wir auf jeden Fall wieder im Sword Camp und sehen, wie Haywood erstmal schön Darcy, John und natürlich auch Monica Rambeau aus dem Camp herauswirft. Diese sich aber befreien können, also sich mit ein paar Sword-Agenten anlegen und dann so gesehen undercover abtauchen. Ja, das, weil da eben halt Streit passiert ist, wie sie halt da weiter vorgehen wollen. Da ist ja die Sache, ist Haywood wirklich böse? Komme ich aber noch später noch dazu. Dann sagte ich ja, Tommy hat ja wirklich nachher die gleichen Kräfte wie Quicksilver, das sehen wir auch nochmal, als sie dann in Westview unterwegs sind bei diesem, ja, bei diesem Halloween-Spektakel da. Das war eher so ein Halloween-Fest, sag ich mal. Und das Komische ist halt, wir sehen wirklich zum ersten Mal in dieser Folge Kinder. Also hat Wanda alle drumherum so einigermaßen zum Leben gebracht, also erwacht. Und alles, was aber außerhalb der Sex ist, die sind natürlich unbeweglich, weil sie die wahrscheinlich nicht erreicht oder nicht braucht. Und diese stehen natürlich da. Und Vision wird immer misstrauischer und geht immer weiter Richtung des Außen, also der Außenwand des Hex und sieht dieses und da fragt, was ist hier los und trifft natürlich auf eine alte Bekannte, nämlich Agnes, die in einem Auto in ihrem Hexenkostüm sitzt, natürlich willkürlich rumbrabbelt und er sie dann befreit und sie natürlich sagt, du bist ja ein Avengers, er aber keine Erinnerung mehr an gar nichts mehr hat, wie wir ja wissen, und sie nur sagt, du bist ja eigentlich tot, er es gar nicht glauben kann. Und er sie dann wieder zurück in seine, ihre Ursprungsform bringt. Ja, und sie dann wieder einfährt in Westview. Also da ist die Vermutung,
Ist sie wirklich Agatha Harkness? Will man uns täuschen? Ich glaube, man kann da 50-50 sagen, weil einfach diese Brosche einfach wichtig ist. Dann sehen wir die nächste Werbung und ja, das ist aber wirklich eine schräge Werbung, die man da gesehen hat. Ein Hai bringt einen Joghurt, einen Apple-Joghurt, nämlich zu einem Jungen, der auf einer Insel gestrandet ist, der aber diesen Joghurtbecher nicht mehr aufbekommt. Yo Magic hieß der, der Snack für Überlebenskünstler oder Kämpfer. Und da ist die Vermutung, weil der diesen Joghurtbecher nicht aufbekommt, weil er gestrandet ist. Meine Vermutung ist, dass wirklich diese Theorie mit den Infinity-Steinen vielleicht sogar hinkommt, weil auf dieser Insel gestrandet könnte ja Wormir sein, aka Red Skull, weil wir ja am Schluss einen Schädelkopf sehen, ein Skelett. Und ja, da ist die Vermutung vielleicht da, dass das der Seelenstein darstellen soll. Was meint ihr dazu? Ab in die Kommentare. Dann finden wir immer ein bisschen mehr neuere Details raus von Haywood. Ich sag ja, so ein bisschen koscher ist der Kerl nicht, aber wie gesagt, nachher weiter mehr. Aber auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass er eine Karte entwickelt hat, wo er wirklich viele Punkte sehen kann, die auf jeden Fall die Leute in Westview darstellen sollen, wo sie natürlich auch, sagen wir mal, misstrauisch werden. Also Darcy, John Woo und natürlich Monica Rambeau, was da passiert, warum die sich nicht bewegen, aber sie sehen auf jeden Fall auch Vision. Also er kann alles auf dieser Karte da sehen und darstellen und der Vermutung ist natürlich, dann liegt dann da. Was ist da los? Sie kommen nicht weiter. Die sind genauso. Die Folge war ja auch wieder sehr mysteriös und ging in viele Richtungen, aber so richtig schlau wird man nicht. Die auch natürlich nicht. Also, ihr merkt schon, das ist schon eine Serie für sich. Ja, das Wahnsinn. Wishen steigt nach oben, guckt sich erstmal Westview an, was da so passiert. Und dann passiert es. Er geht nach außen zum Hex und will durchtreten. Also, er tritt da halt hindurch. Und ja, dann ist es irgendwie so, dass er von diesen Hacks so magnetisch angezogen wird. Das ist wie bei so einem Röhrenfernseher damals, wo er selber merkt, wie er fasst da mit dem Finger rauf. Und so ist es hier auch. Er kommt gar nicht richtig raus. Sword sieht das natürlich, hilft ihn aber eigentlich gar nicht. Und er wird immer weiter hineingezogen. Wäre das länger gewesen, wäre er wahrscheinlich gestorben oder aufgelöst oder was weiß ich, whatever. Aber in diesem Zwischenpunkt, in dieser Zeit, wo das passiert ist, hat nämlich Tommy das über seine telepathischen Kräfte, die er zum ersten Mal zeigt, deswegen ja Wiccan, hat er das nämlich dann weitergegeben zu seiner Mutter, zu Wanda Maximoff, die dann natürlich eingeschritten ist. Also die hat dann, wie gesagt, diesen Hex noch viel größer gemacht. Also Leute, das ist schon mal ein krasses Ding, wo ich später auch nochmal zukommen werde. Ja, und dann muss man auch nochmal sagen, was war da los mit Petro, der alles hinterfragt, vieles wusste und natürlich, sag mal, Wanda sehr verblüfft war. Und das ist die Vermutung ja auch, dass da auf jeden Fall Petro alleine agiert, irgendwie geschickt wurde. Und das war einfach eine Folge, die wir jetzt weiter natürlich mit, wie wir jetzt weiter theorisieren. So, die große Frage ist auf jeden Fall, ist Haywood wirklich ein Bösewicht hier in dieser Serie? Das ist natürlich die größte Frage, was ja viele so jetzt, sag ich mal, stellen, weil natürlich auch Darcy Lewis gesagt hat, was ist mit dieser Firewall, die muss ich durchknacken, da sind viele Details. Ganz ehrlich, da kann man auch nichts zu sagen, was da hinter sein könnte. Vielleicht hat sie da wirklich ein Geheimprojekt, hat er ein Programmprojekt oder er gehört vielleicht zu den Kree. Das gibt es ja auch, die Vermutung, dass das irgendwie da vielleicht unterwandert wurde oder dass es natürlich Skrulls sind. Macht aber keinen Sinn, die Skrulls sind ja eigentlich so weit gar nicht böse, wie wir es ja wissen, aus Captain Marvel, dass es vielleicht andersrum ist. Also, ich könnte mir gut vorstellen, er ist halt nicht sehr koscher. Er hat ja auch die beiden halt ausgesperrt. Die Frage ist, er hat natürlich überlebt jetzt in dieser Folge. Da kann man echt viel spekulieren, sagen, mal gucken, wie es da jetzt ein bisschen weitergeht. Komisch ist natürlich auch alles, dass die Avengers davon nichts mitbekommen haben. Klar sind sie nach den Ereignissen von Endgame natürlich, sag mal, erschüttert oder ist sehr viel passiert. Viele Avengers sind natürlich an dem All geflogen, wie die Guardians mit Thor und natürlich Captain Marvel ist irgendwo hingeflogen, sag ich mal, ne? Und wir haben mal gar nicht mehr so viele auf dieser Erde. Darum kann sowas wahrscheinlich erstmal passieren, das Ganze mit Westview und ja, also ich habe da selber noch keine Antwort drauf, was mit Hayward ist. Ich kann mir vorstellen, auch so 50-50, dass er böse ist. Oder wir deuten es einfach falsch. Da kommen wir nochmal zu Wiccan Speed. Auf jeden Fall, Tommy und Billy haben jetzt ja bewiesen, dass Wiccan, also aka Tommy, wirklich die Kräfte hat, wie in den Comics. Er ist ein Telepath, kann wohl zaubern, was wir mal in den letzten Folgen ja mal so gedacht haben, mit den Schmetterlingen und hier und das.
Und natürlich Speed ist genauso schnell wie Quicksilver. Wow, krass. Und ja, das war schon mal jetzt keine große Überraschung, aber es wird dann ja wohl Richtung Young Avengers gehen und da bin ich ja mega gespannt. Nun ist die Frage, was ist mit Vision passiert? Ist er jetzt gestorben oder nicht? Am Schluss, wir haben nur, ja nur gesehen, er war ja fast aufgelöst und der Hex ist ja größer geworden durch Scarlet Witch, also aka Wanda Maximoff. Und dieser ist natürlich dann über ihn gefahren, also hat er sich wieder zurückentwickelt und müsste eigentlich leben. Also ich glaube nicht, dass er jetzt tot ist. Aber irgendwas stimmt da nicht und es hat irgendwas ihn auch hineingezogen. Dann denke ich mal, irgendwann wird es so passieren, das wird noch einen riesen Knall geben. Vision, vielleicht hat der Vision sogar jetzt, wo er draußen war, vielleicht die Erinnerung wieder erlangt. Was ich nicht, ja, man kann, das kann man schwer sagen. Also, das ist einfach eine kunterbunte Kiste, diese Serie. Und ich kann mir viele Faktoren darauf vorstellen. Na, das ist natürlich auch ein großes Fragezeichen. Was hat Quicksilver vor? Petro hat sie ja tausendmal wirklich so ein bisschen hinterfragt, hat sie gesagt, was hast du hier vor und so weiter. Wo sie ihn natürlich weggestoßen hatte mit ihrer Kraft. Und da ist auf jeden Fall die Vermutung da, dass er, klar, jetzt kommt aus dem X-Men-Universum, wurde vielleicht wahrscheinlich dahin geschickt, um sie mehr, sag mal, zu unterleuchten, was sie vorhat, denke ich mal. Weil viele haben ja die Theorie, dass er vielleicht auf jeden Fall Mephisto ist, was ich nicht glaube. Man hat eine Szene gesehen, wo er so tot dargestellt wird, ja, wie in Age of Ultron, mit drei Einschusslöchern. Ich denke mal, das hat sie sich wahrscheinlich vorgestellt, weil sie ja weiß, wie er aussah. Das glaube ich aber eher weniger. Oder ist es wirklich irgendein Bösewicht, der es ausnutzt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach, ich habe ja eine ganz große Vermutung, da komme ich gleich zu dir gleich hinter weiter, aber dass er von ihnen geschickt wurde. Dann haben wir natürlich noch mal gesehen, dass Darcy auch ins Hex jetzt gelandet ist. Ja, Darcy wurde verschluckt von diesen Hex und ich denke mal, irgendwann wird es so sein, dass Monica und John Woo natürlich mit diesem Gefährt, was wir schon in diesem Promo-Teaser da gesehen haben, wahrscheinlich hineinfährt und sie versucht wieder rauszuholen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Vermutung, die dann wahrscheinlich in den nächsten 2 Folgen passieren wird. So, jetzt ist mal die Sache wieder da. Ist Wanda jetzt böse oder wird sie mitkontrolliert oder wer hat ihr überhaupt diese ganze Kraft gegeben, die sie kontrollieren kann? Es sieht ja wirklich so aus, wenn sie das Chaos Magic jetzt anwenden kann, weil es war einfach mega mächtig von ihr, diesen Hex noch weiter hinauszubauen. Und in den Comics ist es ja auch so, sie kann ja alles verändern und vergrößern und die Realität verändern. Und hier ist es ja genauso. Für mich ist es einfach fast klar, also da könnt ihr noch mal in den Kommentaren schreiben, ob ich da falsch liege, dass sie auf jeden Fall jetzt diese Magie, Chaos Magic, anwenden kann. Sag ja, das sind so Sachen, ich werde nicht so richtig schlau aus der Serie, wo sie hinführen wollen, weil die Autoren sind sehr gewieft, sie wollen in viele Richtungen streuen. Man hat jetzt einen mega Cliffhanger gehabt, man hat natürlich durch den Promo-Teaser ein bisschen schon was gesehen. Ich bin auf die nächsten 3 Folgen mega gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es kam ja noch ein ganz großer Cameo-Auftritt, der wahrscheinlich in der 9. Folge kommen wird. Und viele vermuten ja Doctor Strange oder vermuten noch was anderes, Mephisto. Ich habe natürlich auch mal gesagt, Mephisto könnte sein, was ich nicht mehr so großartig glaube. Grim Reaper war ja auch eine große Sache, vielleicht der kommen könnte. Aber was ich schon lange gesagt habe, könnte sein, dass das Magneto ist, weil einfach, ja, dass der ja der Vater ist von Petro und Wanda in den Comics. Und natürlich die Sache, dass Vision so angezogen wird magnetisch, dass es irgendwie dann was mit zu tun hat. Ich bin einfach mega gespannt, ob der auftritt als Michael Fassbender. Und ja, ich glaube einfach, dass es eine mega spannende Theorie, die sein könnte. Habe ich mir mal so ausgetüftelt und ich glaube, das könnte wirklich sein. Also, boah, weil es macht einfach auch Sinn, weil wir jetzt ja im Falcon and the Winter Soldier ja auch gesehen haben, dass der Madripoor kommt und Madripoor ist es ja auch so, dass wir da auf jeden Fall Mutanten vielleicht sehen werden und das macht alles irgendwie Sinn, dass das so ein bisschen in die richtige Richtung gehen könnte. Das könnt ihr aber nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ihr merkt schon, man kann auf jeden Fall viele seiner Theorien noch aufstellen. Viele sind noch heiß, sage ich mal. Aber so kann ich erstmal sagen, für die 6. Folge werde ich das jetzt erstmal abschließen. Das ist passiert. Easter Eggs sind mir eigentlich großartig nicht so viel aufgefallen, außer die 90er-Sachen. Da bin ich jetzt auch nicht wirklich der großartige Kenner oder Seher, der sowas wirklich so durchschaut oder sieht. Außer die Kostüme waren auf jeden Fall klar, dass das Easter Eggs sind.
Ja, aber sonst war da nicht viel, ne? So ein paar Kreaturen bei diesem Fest, da waren ganz komisch, aber habe ich jetzt also nicht gedeutet. Und ich habe mir das aufgeschrieben, Alice Ave und die Alice Avenue und die Rolling Hill. Da habe ich jetzt aber gar nicht geschaut, was das vielleicht bedeuten könnte, weil da war so der Fokus lange drauf. Naja, das könnt ihr vielleicht ja nochmal sagen, was ich vielleicht übersehen habe. Naja, Leute, ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen, über ein Like. Und was du natürlich über die Folge denkst, das kannst du natürlich auch mal in die Kommentare reinschreiben. Und wir sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.